Maskerade im Zwielicht, die Hunt for the Girl geht in die mittlerweile dritte Runde. Hannah Altart, ich kriege dich. Was geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Wir switchen die Perspektive, wir gehen weiter in das Display rein. Wir haben die nächsten 6 Booster Maskerade im Zwielicht. Und ja, Leute, es ist gar nicht mal fest gesagt, dass wir überhaupt eine SAR hier drin haben. Falls es eine ist, würde ich sehr fühlen, wenn es die Hana ist. Wir haben ein Krebskor. Chimpep, Normifin, Voltrill, Wampitz, die begleitende Flöte, die Bumerang-Energie, Sandiscorch, nee, das ist nicht Sandiscorch, das ist Zerapendra, Flampivian und wir haben einen Luxtra EX. Sehr nice, das heißt, dieses Mal mussten wir auch tatsächlich nicht so lange warten, bis wir den ersten Hit parat haben. Es ist zwar noch leider keine meiner One-Karten dabei gewesen, aber das kann man auch nicht erwarten. Also ich habe insgesamt, weiß ich nicht, vielleicht so 14 oder 15 One-Karten aus dem ganzen Set. Und die natürlich in so ein paar Boostern dran zu kriegen, das ist extrem schwer. So, Next Pack Magic. Wir haben Lumispross, Laternecto, Morcha ist das, Picolente, Stolos, Pixie, den Koch, Fatalicha, Lumispross wieder und ein Skelabra in Holo. Jo Leute, kennt ihr eigentlich schon meinen Kooperationspartner Kartenbasis? Das ist ein aufstrebender neuer Kartenshop, bei dem es sich auf jeden Fall für euch lohnt einzukaufen. Der hat vor kurzem sogar einen Pokémon-Kartenautomat in Oberhausen gedroppt. Ich meine, wie cool ist das denn? Auf der Internetseite findet ihr eine große Auswahl an Produkten und mit dem Code ESPION5 könnt ihr zusätzlich nochmal 5% Rabatt kriegen. Also wenn das nicht ist, Link ist in der Infobox. Wenn ihr neu seid, dann gebt doch diesem Video jetzt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal für mehr kostenlosen Pokémon-Content. Wir werden dieses Jahr die 1000 Abonnenten erreichen und du kannst auch dabei mithelfen. Also lass jetzt ein kostenloses Abo da. Und dann gehen wir auch schon ins dritte Booster rein. Ich würde mal sagen, wir machen mal ihr seht es zuerst Pack, oder? Würde ich sagen. Und Altart. Gut, okay, wir gehen rein. Wir haben Flampion, Griffel, Quapsel, Voluminas, den Sympaball, Zerapendra, den Glückshelm, Knattertox und Dinglu in Holo. Na, okay, das war nicht so gut. Wir probieren das mal mit der anderen Variante. Wir versuchen mal ein No-Reaction-Pack. So. Ich darf die Namen vorlesen, ich darf nicht reagieren. Ja, Schatzi, ich mach gleich das Fenster auf. Ich weiß, dass es warm ist hier drin. Wir haben Chimpep. Iguana ist das, glaube ich. Normifin. Verwalter. Wutpilz. Ambidiffel, Käferfangset, Tromborg, Froxy und ein Hisui Arcani. Ja, ist eine solide Holo. Also ihr wisst ja, dass ich der Meinung bin, dass sie sich bei den Holos wieder sehr viel Mühe gegeben haben in den letzten Sets. Aber ja. Ein zweiter Hit aus diesem Part wäre schon ziemlich nice. Bisher immerhin ein Hit. Wir haben, oh Gott, den weiß ich wieder nicht. Praktibike. Stolunior, Spinsidias, Weberak, was zur Hölle, Sandan, Wutpilz, das Community Center, Eisenbündel, Chanaira, Dinglu und ein Zapdos in Holo. Okay, das ist eine schöne Holo. Kann man nichts gegen sagen. Das ist eine wirklich schöne Holo. Und wir haben Last Pack Magic schon mit, ja, Maskerade im Zwielicht auch wieder, klar. So.
Jetzt wäre ein Hit noch gut. Oh, ich sehe es rosa glitzern. Wir haben eine Ace-Backs-Karte, Leute. Wir haben eine Ace-Backs-Karte. Poliwag, Griffel, Flampion. Lass es den unfairen Stempel sein. Ich brauche den zwar selbst nicht, aber es ist Blitzhandels der starke Tauschkarte. Wir haben Lumiflora, Quappo, sehr schöne Karte, Sinius. Okay, wir haben nicht den unfairen Stempel. Ein Lichtel und ein Panferno in Holo. Aber auch aus diesem Part sind wir wieder mit zwei Hits rausgegangen. Wir hatten First Pack Magic, wir hatten Last Pack Magic. Und damit bin ich doch absolut zufrieden. Bisher 4 Hits aus dem ganzen Display. Das kann sich definitiv sehen lassen. Also finde ich schon ganz gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo raus. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Voll gegen die Kamera gehauen.